Hallo und herzlich willkommen zum Landluftblog. Immer wieder gibt es in einem guten Jahr zu viele Zucchini. Ich lege sie mit Salz und Pfeffer und einem Gewürz, das ist hier Oregano, in Öl ein. Dazu gebe ich noch Wacholder und ich brauche fürs Einlegen ganz einfach eine Pfanne und Öl. Ich verwende hier Olivenöl und Bratöl. Jedes Jahr wieder ist es so, dass wenn man Zucchini-Stauden hat, die wirklich gut tragen, einfach irgendwann einmal das Problem auftaucht, wohin mit den Zucchini? Zucchini sind ja ein köstliches Gemüse, aber sie halten sich leider nicht sehr lang, vor allem wenn man sie in der richtigen Größe erntet. Tiefgekühlt und verschiedene Arten zubereitet, schmecken sie mir dann nicht so gut. Deshalb mache ich Antipasti draus. Und dafür habe ich mir hier schon ein paar Gläser bereitgestellt. Ich probiere es einmal mit 4 Gläsern und werde mal schauen, wie meine 2,5 Zucchini, die ich hier habe, da dann reinpassen werden. Und möchte damit natürlich auf der einen Seite Platz sparen, auf der anderen Seite eine gute Konserve aus Zucchini machen. Hier gebe ich mal das Bratöl in die Pfanne. Nicht zu wenig, die Zucchini müssen jetzt nicht drin frittiert werden, aber sie sollen auch nicht sofort ankleben. Und mittlere Hitze ist gerade gut, denn die Zucchini sollen rösten, aber natürlich nicht anbrennen. Meine Zucchini schneide ich in feine Stücke. Du kannst die Stücke in Scheiben abschneiden, so ungefähr 2 mm dick. Oder du kannst, das zeige ich dir später, genauso in dicke Streifen schneiden. Also auch die Streifen sind ungefähr 2 mm dick. Und da kommen die Zucchini ins Öl. Damit die Zucchini wirklich lang und gut halten, müssen sie gut durchgebraten werden. Es hilft also nichts, hier schnell so eine Art Wok-Zucchini zu machen, sondern die dürfen richtig goldbraun werden. Du kennst vielleicht eingelegte Zucchini in Öl, die ausschauen, als wären sie gegrillt worden. Vielleicht sind sie auch gegrillt worden, aber wahrscheinlich sind sie in Öl gebraten und dann mit diesem Grillmuster versehen worden. Die sind auch schön richtig goldbraun. Und das ist auch das Ziel bei diesen Zucchini. Man kann hier richtig eng schichten, weil Zucchini verlieren beim Braten Wasser und machen dann recht schnell Platz für weitere Stückchen, die da noch reinkommen können. Du siehst, das Öl brutzelt, aber es raucht nicht oder spritzt nicht. Es ist gerade gut warm, um die Zucchini gar werden zu lassen. Ein bisschen Salz durch da drauf, ist nicht unbedingt nötig. Und hier bereite ich schon das erste Glas vor. Es wird einfach nur am Boden mit Olivenöl bedeckt, damit die Zucchini nirgends direkt an der Glaswand anliegen, sondern überall von Öl umgeben sind. Immer wieder die Temperatur regeln. Ich bereite hier jetzt das Gewürzgemisch vor. Oregano ist schon drinnen. Die Wacholderbeeren habe ich gerade dazugegeben. Das sind Knoblauchraukensamen. Du kannst alternativ auch Senfkörner verwenden, die schmecken sehr ähnlich. Dann kommen hier noch Girschsamen, die scharf sind, also die sind ein Pfefferersatz. Und dann kommt gut Salz dazu, das Salz dient auch der Konservierung. Ich mache die Mischung da heraus und nicht in den Gläsern, weil du wirst später dann noch sehen, dass ich diese Mischung jetzt ein bisschen durchmische. Und dann immer wieder zwischen die Schichten der Zucchini streue. Genau, so immer kleine Mengen, möglichst mit 1-2 Wacholderbeeren, kommen da gleich einmal auf den Boden des Glases. Und hier sind die Zucchini schon schön goldbraun geworden und fertig, um ins Glas zu wandern. Von Anfang an drücke ich die Zucchini so an, dass sich möglichst keine Lufteinschlüsse bilden können. Und nach fülle ich jetzt
die Zucchini-Stückchen da ins Glas und achte natürlich bei jedem einzelnen Stück darauf, dass das wirklich gut durchgebraten ist und nicht in der Mitte noch irgendwie knackig ist. Das wollen wir in diesem Fall nicht. Andere Zubereitungen, das ist sehr gut. Aber hier muss es wirklich durchgebraten sein, weil nur das garantiert, dass ein großer Teil des Wassers in der Zucchini draußen ist und dadurch wird das Ganze viel, viel besser konserviert, als wenn noch viel Wasser drinnen ist. Außerdem garantiert gutes Durchbraten auch, dass die Zucchini bis ganz ins Zentrum richtig erhitzt ist und alle möglichen Erreger oder Bakterien sind dadurch abgetötet. Du siehst, ich gebe da Gewürz dazu und immer wieder eine Schicht mit Öl. Und hier drücke ich immer wieder mal die Zucchini fest. Und wenn du dir das Glas ansiehst, ganz oben kommt noch eine Gewürzschicht drauf, wenn du dir das Glas ansiehst, sind da wirklich keine Lufteinschlüsse mehr drinnen. Dieses Glas ist jetzt fast voll. Ganz wichtig ist, oben über die Gewürze und über den Zucchini noch eine gute Schicht Öl zu geben. Es darf kein Stückchen vom Zucchini rausschauen. Überall, wo der Zucchini Luftkontakt hat, ist eine potenzielle Stelle für den Angriff von Schimmel oder Bakterien. Da liegt jetzt noch eine ganze Menge herum, die jetzt noch weiter verarbeitet wird. Mittlerweile bin ich schon fertig mit meinen Zucchini. Es sind aus diesen ganzen 2,5 doch ziemlich großen Zucchini nur 2 Gläser geworden, die dicht und dicht mit Zucchini Antipasti geschichtet sind und gar nicht viel Platz brauchen. Aber mit so einem Glas kommt man wirklich lange aus, weil das sind wirklich viele Zucchini-Stückchen und es hält ohne weiteres bei guter Lagerung ein paar Monate. Wichtig, immer wieder Öl drauf zu geben, wenn du Zucchini wegnimmst. Ich danke dir fürs Zuschauen und freue mich über deine Kommentare und Fragen.